begrüße Sie herzlich im Namen der CHP Hessen und der CHP Frankfurt. Das ist einer der größten Rückschläge für die Frauenrechte in der Türkei und auf der ganzen Welt. Das ist ein ganz dunkler Tag für uns Frauen. Wir sind verärgert. Es geht um unsere Rechte und um unseren Schutz. Gewalt gegen Frauen ist in der Türkei an der Tagesordnung. Fast täglich wird eine Frau von ihrem direkten Umfeld umgebracht. Nun tritt die Türkei aus einem Abkommen aus, das Frauen schützen soll. Wir sind empört. Der Austritt ist ein Schlag ins Gesicht jeder Frau. Die Entscheidung des türkischen Präsidenten Erdogan wurde in der Nacht zu Samstag im Amtsblatt veröffentlicht. Das 2011 in Istanbul geschmiedete Abkommen des Europarats verpflichtet die Unterzeichner, häusliche Gewalt zu verhindern, strafrechtlich zu verfolgen und zu beseitigen, sowie die Gleichberechtigung zu fördern. Diese erste internationale völkerrechtsverbindliche Konvention, die auch das Verbot von Vergewaltigung in der Ehe und weiblicher Genitalverstümmelung beinhaltet, wurde vom damaligen Ministerpräsidenten Erdogan als einem der ersten Politiker nach 2011 unterschrieben und 2012 im türkischen Parlament ratifiziert. Der ganze Diskurs über die Istanbul-Konvention hat sich dramatisch verändert. Vor 10 Jahren noch, als es noch unterschrieben wurde, war es ein großer Meilenstein für die Frauenrechte laut der Regierung, und jetzt wurde die Konvention immer wieder kritisiert, dass sie Homosexualität fördere oder traditionelle muslimische Familienstrukturen zerstöre. Seit Jahren wird allerdings insbesondere von der Islamisten innerhalb und außerhalb der regierenden AKP die Kritik an den Konventionen immer lauter. Diese führe dazu, dass die Ordnung in der Familie untergraben werde, die Scheidungsrate steige und überhaupt die Frau dem Manne den Gehorsam verweigere. Der Rückzug der Türkei aus der Istanbul-Konvention zeigt, wie sehr Erdogan Frauenrechte missachtet. Die Konvention ist ein Manifest, das die Vision einer Gesellschaft vertritt, in der Frauen nicht den Männern untergeordnet sind, sondern in der eine vollständige Gleichstellung der Geschlechter herrscht. Erst vor wenigen Wochen hat Präsident Erdogan einen Aktionsplan für Menschenrechte vorgestellt, der sich auch mit der Bekämpfung von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen beschäftigt. Die Kündigung einer wichtigen Konvention des Europarats dazu verwirft die Frage auf, wie ernst ist die Türkei mit den im Aktionsplan angekündigten Zielen meint. Weder kulturelle, religiöse noch anderweitige nationale Traditionen können als Denkmantel dienen, um Gewalt gegen Frauen zu ignorieren. Erdogans politisches Spiel auf Kosten der Frauen. Dass die Türkei nun als erstes Land wieder austritt, macht ein weiteres Mal deutlich, welchen innen- und außenpolitischen Wandel Erdogan in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat. Erdogan und seine Partei AKP verlieren rasch an Rückhalt. Der Präsident muss um die Wiederwahl im Jahre 2023 fürchten. Dieses Problem geht er in der gewohnter rücksichtsloser Art an. Die Opposition von der Straße prügeln lassen, einsperren, per Gerichtsurteil vom politischen Geschäft ausschließen, die Frauen degradieren. Der Austritt ist wohl auch ein Versuch, neue Wähler zu gewinnen. Denn in Meinungsumfragen verliert die Regierungspartei AKP schon seit längerem an Zustimmung. Mögliche Gründe sind vor allem in wirtschaftlichen Bereichen zu finden. Wir als die türkische Oppositionspartei CHP kritisieren den Schritt der Regierung scharf. Der Rückzug aus dem Abkommen bedeutet,
dass Frauen weiterhin Bürger zweiter Klasse bleiben, damit wird zugelassen, dass sie getötet werden. Wir fordern den Staatspräsidenten Erdogan auf, die Entscheidung zu revidieren und dem Abkommen wieder beizutreten. Sie können 42 Millionen Frauen nicht über Nacht per Dekret ihre Rechte entziehen. Nehmt die Entscheidung zurück, wendet die Konvention ab. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.